Okay, es geht weiter hier bei Persona 4. Was machen wir nun? Es geht ab in die Fernsehwelt. Ich habe nichts zu trinken angeschenkt. Sekunde. Oh. Ja. Ein Moment, Josuke. So, okay. Oh ja. Weiter geht's. Wir sind wieder da, wo wir vorhin auch waren. Also das letzte Mal. Ist das... Schau, das ist genau das gleiche Ort wie letztes Mal. Also sind sie je nach Ort zu Ort verbunden. Na, immerhin etwas. Ihr Typen, warum seid ihr zurückgekommen? Boah, der macht mir so Angst. Ich weiß es, ihr steckt also dahinter. Du bist das Ding vom letzten Mal. Hast du das so gerade eben gesagt? Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwer Leute hier reinwirft. Das bringt diese Welt immer mehr und mehr durcheinander. Das ist das zweite Mal, dass ihr Typen schon hier seid. Und ich glaube nicht, dass irgendwer euch gezwungen hat, hier reinzukommen. Das sind die Hauptverdächtigen. Ihr müsst also die sein, die ihr der andere hier reinschmeißen. Na, shut up. Worüber redest du? Leute reinschmeißen. Wenn jemand hier reingeworfen würde und nicht mehr rauskommt, werden sie sterben. Wer würde so etwas... Moment, warte mal. Alles geredet über... darüber, dass Leute hier reingeworfen werden. Heißt das, dass Senpai und die Sprecherin... Hat dieses jemand die beiden hier reingeworfen? Hey, was glaubst du? Das muss es sein. Klar. Ja, glaube ich auch. Lass uns einfach mal annehmen, er erzählt uns die Wahrheit. Kann es sein, dass dieses jemand oder etwas die Menschen hier reinwirft, nur um sie zu töten? Wenn das der Fall ist, dann... Worüber murmelt die beiden Typen da? Und warum seid ihr überhaupt wieder hergekommen? Es ist nur eine Sackgasse. Die Tür führt nur zu einer Sackgasse. Ihr könnt nicht mehr rauskommen, wenn ihr einmal drin seid. Erinnert ihr euch, wie ich euch Typen hier rausgelassen habe? Ja, was auch immer. Wir brauchen die Hilfe dieses Mal nicht. Schau, dieses Mal haben wir einen... Was? Hey, du lässt uns besser raus, wenn wir fertig sind. Ja, ich werde hier der Einzige sein, der ermittelt. Ich lebe hier schon sehr lange. Aber es war noch nie so laut bis jetzt. Habt ihr irgendwelche Beweise? Beweist mir, dass ihr nicht die seid, die andere hier reinwerfen. Also funktioniert das nicht. Also seid ihr es. Zum letzten Mal, wir sind es nicht. Also können wir doch gar nichts beweisen. Beantworte lieber unsere Fragen. Das ist nicht wie letztes Mal, wie wir hier, als wir zufällig reinkamen. Das meinen wir todernst. Hör zu. Weil wir schon in unserer Welt gestorben sind. Jedes Mal, wenn der Nebel erscheint, taucht ein toter Körper über ihm auf. Es muss was mit diesem Ort zu tun haben. Wenn du irgendwas weißt, sag es uns. Ein toter Körper? Immer wenn der Nebel aufschaut, taucht?
Ich weiß, wenn es bei euch neblig ist, ist hier kein Nebel. Es ist sehr gefährlich, wenn der Nebel sich lichtet. Darum werden die Schatten auch so aggressiv. Plink. Ah, ich verstehe. Wenn du es verstanden hast, dann erklär es uns, verdammt. Wenn es bei uns neblig ist, ist es das hier nicht. Und Schatten werden aggressiv. Gewalttätig. Darum habe ich euch gesagt, ihr sollt zurückgehen. Es ist zu gefährlich, wenn das passiert. Hey, keine weiteren Fragen. Ich weiß, ihr habt es getan. Ihr habt besser jetzt auf, ne? Ich hab's dir schon öfter gesagt, wir sind nicht die, die es tun. Ich hab's satt mit dir. Warum zur Hölle glaubst du nicht, was wir dir sagen? Ich sag nur, dass ihr die Täter sein könntet. Ich will nur sicher gehen. Dieser Bär geht mir auf die Nüsse. Was ist dieser Ort überhaupt? Es sieht aus wie ein TV-Studio. Wird hier irgendwer gefilmt? Wird diese seltsame Sendung hier gefilmt oder aufgezeichnet? Seltsame Sendung? Gefilmt? Was heißt das? Ich frage nur, ob jemand die Leute, die reingeworfen werden, filmt. Hä? Ich kapier's nicht. Die Welt war schon immer so. Niemand wurde hier jemals gefilmt. War schon immer so? Nur diese Schatten und ich leben hier. Hab ich euch schon gesagt. Wir wissen nicht, was diese Schattendinger sind. Oder was du bist. Du willst, dass wir die Wahrheit sagen. Nee, unsere Unschuld beweisen. Aber du bist das hauptverdächtigste Ding hier. Vielleicht bist du da der wahre Täter. Was mit diesem dämlichen Kostüm? Zeig uns mit deinem Gesicht. Oh Gott. Wow. Was zur Hölle bist du? Es ist hohl innen drin. Ich? Der Täter? Ich würde so etwas nicht tun. Ich lebe nur hier. Ich will hier in Frieden leben. Okay, ich glaube euch, dass ihr nicht die Täter seid. Ich will den richtigen, den wahren Täter finden, der das alles getan hat. Ihr müsst ihn aufhalten. Versprecht es mir, oder... Ich will euch nicht mehr hier rauslassen. Du Kleiner! So kann es nicht weitergehen. Mein Zuhause wird... total aufgewühlt. Und dann... und dann werde ich... Boah, fängst du plötzlich an zu heulen. Das wird immer seltsamer. Ja, und der mysteriöse Bär möchte, dass wir die wahren Täter finden, die dahinter stecken. Irgendetwas aus der Außenwelt schmeißt die Menschen hinein. Und wenn wir es nicht sind, sollen wir den wahren Täter finden. Und das meint er ernst. Was sollen wir nun tun? Ja, und wir erinnern uns an die Worte des alten mysteriösen Mannes namens Igor. It seems you will encounter a misfortune at your destination. And a great mystery will be imposed upon you. Ja, ja. Das ist eine Wahrsage. Kacke da, ne? Eine Wahrsagung.
Weissagung, so heißt das ja. Könnte dieses, könnte das hier das Geheimnis sein, das wir entdecken müssen? Was war der Vertrag, von dem Igor gesprochen hat? Könnte das Finden des Täters und das Lösen dieses Rätsels ein Teil des Versprechens sein? In jedem Fall, da wir den Fernseher nicht alleine verlassen können, gibt es wohl keine andere Option. Ihr seid die Einzigen, die ich fragen kann. Versprecht ihr es mir? I promise. Wir versprechen es. Danke. Verdammter Bär. Er hat quasi eine Knarre gegen unsere Köpfe. It's true that we came here to figure things out. So far we're completely in the dark. Aber es war, dass wir hierher kamen, um die Dinger rauszufinden. Aber wir sind noch immer im Dunkeln. Look for the culprit, huh? Nach dem Täter sehen, hm? You got my word too. Na los doch. Du hast auch mein Wort. Might as well introduce ourselves. I'm Yosuke Hanamura, and this is my buddy. Ja. Also noch schöne Vorstellrunde. You got a name? Ja, wie heißt du? Teddy. Wer hat's gedacht? Ein Bär, der Teddy heißt. Naja. But how are we supposed to find the culprit in the first place? Aber wie sollen wir den Täter überhaupt finden können? Ich weiß nicht. Oh, but I know where the last person came in. Oh, ich weiß, wo die letzte Person ist, die herkam. The last person. Die letzte, du meinst Saki? I mean the person who came in and disappeared last time. Ich meine die Person, die letztes Mal hierher kam und dann verschwunden ist. Ich weiß den Namen nicht. I'll take you there. Ich bringe euch dahin. Ihr findet vielleicht Hinweise. Oh, one thing first. Und noch etwas. Ihr solltet diese hier an euch nehmen. Was ist das? Brille? Eine Brille. Yay, 3D-Brillen. Wofür sind diese Brillen? Ah. Wir sehen alles hier deutlich klarer. Nicht schlecht. Wow. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wenn die tragen, ist es, als ob der Nebel nicht existiert. Das würde euch helfen, durch den Nebel zu laufen. Nun, ich bin hier schon sehr lange. Ihr könnt euch also auf mich verlassen. Aber ich kann euch nur zeigen, wo dieser Ort ist. Ihr müsst euch selbst verteidigen. Wieso auf dich verlassen? Du bist nicht besser als diese Monster, kapiert? Wir haben Waffen dabei, aber da ist mehr zu sehen. Wir sind gerade hier angekommen. Wenn es so gefährlich ist, warum tust du nichts, anstatt dass wir uns auf dich verlassen müssen? Keine Chance, ich habe keine Muskeln. Yeah, gibt es moralische Unterstützung aus sicherer Entfernung. Wie klingt das? Can Teddy really not fight? Mies. Wir drücken ihn mal weg. Er kann echt nichts. Nein. Ist das echt? Oh, das ist so lahm. Wir haben geschworen, den Täter zu finden. Und das ist das Backup, was wir bekommen. Naja, kann ich euch was fragen? Wer ist dieser Saki? Jemand, den ihr kennt? Das ist jetzt nicht wichtig. Immerhin wissen wir nun, dass Saki hier reingeworfen wurde. Ja. Vielleicht finden wir noch mehr Informationen. Lass uns gehen. Wartet!
Ja. Interessant, wie das hier aussieht. Was ist das für ein Ort? Es sieht aus wie der Einkaufsbereich. Oder Bezirk. Ja. Was geht hier ab? Einige seltsame Orte sind hier in letzter Zeit aufgetaucht. Und Tangled nachgucken muss. Naja, es wird immer verwirrender hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. By the way, why are you standing so far from Warum stehst du eigentlich so weit von uns weg? You better not be planning to hightail it if something does come up. Ja, denk nicht daran, abzuhauen, wenn irgendwas kommt. Of course Natürlich not. Nicht. Ich meine, wenn ich so nah dran bin, ihr wisst ja, ich könnte euch in den Weg kommen. Im Weg stehen. Oh Gott, das ist echt eine. Out of all the places in town, why'd they replicate this one? Warum haben sie diesen Ort hier repliziert? How should I know? Wo soll ich das wissen? Das ist die Wirklichkeit für die, die hier sind. As usual, nothing you say makes any sense. Wie immer macht nichts, was du sagst, irgendeinen Sinn. Aber das unser Einkaufsbezirk ist, sind wir nicht weit entfernt von Sakis Haus, denke ich mal. Ja, das ist das Likörgeschäft, das ihre Eltern betreiben. Also ist Saki hier verschwunden? Ja, was passiert sein könnte, sehen wir beim nächsten Mal, Leute. Bis dann.